Servus Freunde der Sonne, da sind wir wieder zurück bei Baphomets Fluch Teil 1. Ja, was soll ich sagen, letztes Mal haben wir einen Toten mehr bekommen, und zwar ist der gute Jean Fitzgerald getötet worden augenscheinlich, und zwar wurde er von einem roten Ferrari überfahren. Und wir haben gesehen, dass der Stein, der Edelstein von Loch Marn, draußen wohl in einen Gullydeckel gefallen ist. Das heißt für uns, dass wir irgendwie versuchen müssen, da ranzukommen. Das Dorf scheint wohl sehr in Aufruhr zu sein wegen dieses Edelsteins. Das scheint ja viel Stress gegeben zu haben. Ja, Pegram ist scheinbar überstürzt abgereist. Khan befindet sich möglicherweise hier in Loch Marn, um an den Edelstein zu kommen. Er ist wahrscheinlich auch für den Tod von Fitzgerald verantwortlich. Und ja, und jetzt ist auch noch die heißgeliebte Spülmaschine ausgefallen. Oh mein Gott, warum? Warum, Welt, bist du so grausam? Warum? Ach ja, es ist so schrecklich. Gut, ja, ich schweife gerade ab. Egal. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir jetzt am dümmsten eigentlich weiter? Ich stecke nämlich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Lohnt es sich vielleicht doch mal die Leute anzuquatschen? Was? Ich suche Jean Fitzgerald. Haben Sie ihn gesehen? Toll. Nie von ihm gehört. Sind Sie nicht von hier? Geht Sie nichts an. Ich habe Sie auch nicht gefragt, wo Sie herkommen, oder? Ich komme aus Kalifornien. Das ist Ihr Problem. Mein Reden. Du, ich glaube, das lohnt sich gar nicht, irgendwie mit dem zu quatschen. Ich habe von ihm, was ich wollte, und damit hat sich die Sache für mich erledigt. Ich habe das Gefühl, irgendwie können wir noch was mit dem da anfangen. Er hört nicht zu. Halten wir ihm doch mal das Handtuch unter die Nase. Nee, halten wir nicht. Okay. Entschuldigung, Mr. O'Brien? Hallo, was jetzt? Okay, mit dem haben wir auch nichts mehr also zu schaffen. Also dann bis später. Und er will mich nur hinter die Bar lassen, wenn ich ein ausgebildeter Elektriker bin. Das heißt, ich müsste irgendwie an Elektrikerzeug rankommen. Weiß ich jetzt nicht genau, was einen dann als Elektriker unbedingt auszeichnet. Ich meine, bin auch Elektroniker, aber wüsste jetzt zumindest nicht. Soll ich hier vielleicht mit einem Multimeter reinkommen? Entschuldigung. Ja, Sir? Zeichnet mich das dann vielleicht als Elektriker aus? Oder mit einem Spannungsprüfer? Oder was willst du von mir? Oder eine Visitenkarte? Machen wir es ganz einfach. Ich brauche nur eine Visitenkarte, wo drauf steht Elektriker. Hey, wie wär's mit noch einem Drink? Dasselbe nochmal? Servieren Sie Cocktails? Ich serviere alles, wenn das Geld stimmt. Nee, wirklich im Ernst. Haben Sie schon mal daran gedacht, McDivitts in eine Cocktailbar umzuwandeln? Cocktails sind schick, cool und sehr populär bei jüngeren Kunden. Was? Kids in der Bar? Können Sie sich das vorstellen? Pinball, Pickel und Poker. Okay, schon verstanden. Ich nehme ein Glas Stout. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Das muss also, mir doch jetzt irgendwas bringen. Ich glaube, ich quatsch doch mal McGuire an, der kann mir vielleicht irgendwie einen Ausweis besorgen. Hey, McGuire. Was? Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich habe nichts gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Vielleicht ist das Päckchen ja irgendwo verschwunden. Toll. Drahtschlinge. Nee, bis nicht später. Das nützt mir alles okay, nichts. Okay, Mister. In der Blickrende, nein, natürlich, in der Rückblende hatte ich eine Vision und ich habe gesehen, wie der Edelstein hier in den Gulli gefallen ist. Das habe ich jetzt, glaube ich, mit Leuten zum dritten Mal erwähnt. Ja. Ich will euch das nur immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass ihr das ja nicht vergesst. Das könnte noch wichtig werden für uns. Hi, ich bin's wieder. Das sehe ich. Was wollen Sie diesmal? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so recht, was ich mit dem hier anfangen soll. Oh, gut. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Nein, er hat jemanden umgefahren. Das ist ein Unterschied zu verfahren. Solltest du vielleicht wissen.
Nur mal so als Randinformation. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Ja, yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. Ja, vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der meinen Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Das ist ja eine Erleichterung. Ihn scheint das nicht so wirklich anzuheben, aber gut. Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen besserer Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Er ist wenigstens realistisch, das muss man ihm ja mal zugute halten. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht. Aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen? Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen? Nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Nein. Ich bewache ihn für dich. Kein Problem. Ich übernehme diese verantwortungsvolle Aufgabe ohne Murren und Knurren. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch. Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar... Eine sehr gute Idee. Tu es. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Applaus, Applaus. Wir haben uns, glaube ich, gerade einen Zugang in die Burg verschafft. Denke ich zumindest. Auf dem Karren ist ein ziemlich unordentlicher Turm aus Heuballen aufgeschichtet, der sich gefährlich gegen die Burgmauer lehnt. Die Frage ist jetzt, kann ich da jetzt einfach hochklettern, ohne abzustürzen? Sollte ich das riskieren? Sollte ich vielleicht vorher... Ich speichere einfach vorher mal. Ich weiß nämlich, ich erinnere mich noch, dass man auch in den Baphomet-Teilen sterben konnte. Oder gefangen genommen werden konnte oder wie auch immer. Ich bin da mittlerweile etwas vorsichtiger geworden. Darum speichere ich lieber vorher, bevor wir uns jetzt mal diesem Heuhaufen hier widmen. Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. Okay, was haben wir? Zwischen zwei Steinen ist ein schmaler Riss. Dort, wo der jahrhundertealte Mörtel sich verkrümelt hat. Okay. Ich stecke meine Finger in den schmalen Riss. Er führt etliche Zentimeter in die Mauer hinein. Möglicherweise könnte uns dann entweder das Ding helfen oder das Ding helfen. Ist das stark genug? Ein kurzes Stück Draht zu einer Art Kreis gebogen. Na, das wird wahrscheinlich nichts bringen, aber... was? Die Maus hat gerade wieder sehr komisch reagiert. Nee, okay. Aber vielleicht möchtest du diesen Gulli-Apparat da reinstopfen. Genau. Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Treffer! Okay, ich denke, jetzt können wir da rein. Sehr schön, Freunde der Sonne, wir haben es geschafft. Wir sind in der Burg. Das ging ja dann doch eigentlich einfacher, als ich erwartet habe. Gut, wir sind drin. Das heißt also, jetzt können wir uns mal etwas intensiver hier auf die Suche begeben. Da geht's runter, da geht's lang. Da ist eine schräge Ziege. Da ist Schrott. Wir wenden uns, glaube ich, erstmal dem Schrott zu. Ziege, Blödsinn oder Geißbock. Auf alle Fälle sieht er recht tief entspannt aus.
ein rostiges Stück Eisen, vielleicht ein Teil von einem Pflug oder etwas ähnlichem. Okay. Könnte das vielleicht unser Gespenst sein? Unser Phantom? Wow, wow, wow! Der Strick, mit dem die Ziege festgebunden ist, hat sich in der alten Pflugschar verheddert. Ist das jetzt gut oder schlecht? Habe ich etwas getan, was ich vielleicht irgendwie hätte durch Zufall herausfinden? Ich habe durch Zufall wahrscheinlich etwas herausgefunden, was ich dann später hätte logisch nachvollziehbar tun müssen. Aber möglicherweise habe ich jetzt hier einen Durchgang, habe ich mir jetzt einen Weg freigelegt, damit ich da reinkomme. Möglicherweise, denke ich mal. Aber egal. Leute, Leute, es wird spannend, es wird spannend. Und wir haben einen neuen Tagebucheintrag, da schauen wir doch mal kurz rein. Also doch, siehst du, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Der Geist von Loch Mahn war also nur eine wilde Ziege. Zuerst dachte ich, es würde verdammt schwer werden, da vorbeizukommen. Doch dann stellte sich die Sache als unglaublich einfach heraus. Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das wohl gedacht? Gut. Ja, wir sind hier also jetzt im Inneren der Ruine und ich denke mal, es dürfte sich ja wahrscheinlich auch um die Ausgrabungsstätte von Professor Pegram handeln. Eine Statue, die von ihrem Platz an der Wand heruntergefallen ist. 5 Steinfinger ragen aus der Rückseite der Skulptur heraus. Die Toll. Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Die Statue liegt mit dem Gesicht nach oben im weichen Sand. Lasst mich raten. Ja, ich hatte es doch schon fast gedacht. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat. Die Frage ist nur... Die 5 Finger auf dem Rücken der Statue haben perfekte Eindrücke im feinen Sand hinterlassen. Das passt aber nicht so ganz, weil wo kommt denn plötzlich der Abdruck hierher? Das funktioniert nicht so ganz. Egal, ich will das nicht hinterfragen. Ich stecke meine Finger in die 5 Löcher, die der heruntergefallene Stein hinterlassen hat. Echt komisch, sie passen perfekt. Wie? Habe ich eigentlich irgendwas, um das aufzufüllen? Nee, eigentlich nicht, das ist das Problem. Ich habe keinen Gips und nichts. Ja. Man sollte sich auch erstmal die Umgebung etwas näher anschauen, bevor man solche Vermutungen äußert. Der Sack enthält ein feines weißes Pulver. Mitnehmen. Als ich meine Finger in das weiche weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Gips. Ja. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Nimm mit. Ich greife in den Sack, aber der ist leer. Wie? Hast du so viel Gips mitgenommen, dass du den Sack komplett leer gemacht hast? Tatsache, Gips, sehr schön. Aber bevor wir jetzt weitermachen... Hinter dem Altar befindet sich eine geschnitzte Platte, die mit Tieren, Vögeln und Pflanzen ausgeschmückt ist. Okay. Ich versuche, die Platte zu bewegen. Vergeblich. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ob das so ähnlich wird wie in Frankreich, wo wir die Tür hinter der Tür hinter der Tür haben. Oder ob das hier vielleicht diesmal etwas einfacher ist. Schauen wir doch mal. In der Wand kann man 5 Löcher sehen. Sie sind dort wohl mit Absicht gebohrt worden. Oh yeah. Ich stecke einfach mal meine Finger rein. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Wäre auch zu einfach gewesen. Okay, Leute. Lasst uns mal Gipsfiguren machen. Ich habe gerade voll Bock auf Gipsabdrücke. So. Ich streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ich streiche den Gips auf dem Sand glatt. Dies ist meine erste Erfahrung in puncto Heimwerken. Okay, das ist auch schon mal nicht schlecht. Sieht zwar genauso aus wie vorher, egal. So, jetzt denke ich mir, dass wir wahrscheinlich das Handtuch gebrauchen werden. Um das Bier ringen wir da hinaus. Ja, weil wir haben so kein Wasser. Ich habe zumindest nirgendwo Wasser gesehen, irgendwie. Oh, scheiße, Mann. Da kommt nichts. Ich ringe das Handtuch so kräftig aus, wie ich nur kann. Aber es ist fast gar nicht feucht. Verdammt, das ist scheiße. Das ist dezent scheiße.
Spülmaschine. Mir kommt da gerade wieder diese Spülmaschine in den Sinn. Haben wir sonst noch irgendetwas, was wir möglicherweise übersehen haben? Hier ist nur der leere Sack mit Gips. Gips, Gips, das gibt's doch nicht. Der Sack hat ein feines weißes Pulver. Wie, jetzt ist er plötzlich doch wieder voll? Egal. Gut, dann gehen wir halt eben nochmal raus. Hier scheint es aber nicht, weil wir könnten natürlich die Ziege melken. Nein, das lassen wir lieber. Schlimme Gedanken, schlimme Gedanken. Gut, also hier scheint es wohl nichts weiter zu geben. Und dann denke ich, gehen wir nochmal zurück. Und vielleicht finden wir irgendwie in der Bar wie die Möglichkeit, an Wasser oder so etwas heranzukommen. Wie komme ich hier nochmal weg? Ich komme hier nicht mehr weg. Es geht wieder los. Ich komme hier nicht mehr weg. Ging das jetzt in die Richtung wieder zurück? Nee, ging's nicht. Soll ich hier überhaupt wieder zurück, nachdem ich jetzt einmal hier bin? Zumindest sieht etwas feucht aus, als ob hier Wasser auf dem Boden wäre. Ach nee, da geht's wieder raus. Okay. Gut. Ich denke mal, darunter müssen wir auch noch irgendwie... Pass mal auf. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Wir nehmen jetzt hier das und machen das. Und es bringt nichts. Jawolligen. Es bringt nichts. Das ist natürlich schlecht. Entschuldigung. Ja, Sir? Ich nehme noch eins. Noch ein Bier, ey. Geben Sie allen noch ein Bier. Wir schmeißen eine Party, Jungs. Ich finde, Sie hatten genug. Was meinen Sie? Hören Sie mal, soll das wirklich so schmecken, wie es schmeckt? Goblin Stout wird mit den feinsten Chemikalien der Welt gebraut. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Die Pumpe scheint... Darf ich mir das Handtuch ausborgen? Klar können Sie, unter einer Bedingung. Und welche? Lassen Sie den alten Ron nicht in seine Nähe. Wer ist Ron? Der Typ da drüben in der Ecke. Mit dem Hygieneproblem. Soll das ein Hinweis auf irgendwas sein? Also, ich muss jetzt los. Okay, ich weiß nicht. Bringt mir das jetzt was, wenn ich ihm jetzt dieses Handtuch unter die Nase halte? Hallihallo. Was? Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Ich schon. Aber danach niemand anders mehr. Raff ich nicht. Bis dann. Okay, das hat jetzt gerade nicht so wirklich viel gebracht. Ich muss mich kurz kratzen. So. Wie kommen wir jetzt an Flüssigkeit heran? Ich meine, gut, der Typ verteilt genug Flüssigkeit im Raum, aber das nützt mir herzlich wenig. Die Spülmaschine ist, glaube ich, das Wichtige. Das Ding ist nur, wie komme ich denn da jetzt irgendwie an Flüssigkeit ran? Das Interessante ist ja, ich komme... Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Eine elektrische Spülmaschine. Sieht sogar noch älter aus als der Barkeeper. Ja, das Ding ist, irgendwas muss mir das so bringen, dass ich da hinten rein kann. Nee, da habe ich schon fast gedacht, das ergäbe irgendwie auch keinen Sinn. Warum sollte ich jetzt das Handtuch da richtig stecken? Den Gips da rein. Die Pumpe ist kaputt, die Spülmaschine funktioniert nicht mehr. Irgendwie habe ich die Elektrik da draußen abgeschaltet, kann sie aber nicht wieder einschalten. Leute, ich bin gerade etwas überfragt. Ja, jetzt bin ich wieder angequarkt, genau. Bin schon weg, Bester, bin schon weg. Mann mit komischer Bartfrisur. Ja, was könnte ich jetzt natürlich, was könnte ich jetzt noch machen? Ist nirgendwo irgendwie Wasser oder sowas, ja? In der Spülmaschine ist wahrscheinlich Wasser. Aber es nützt mir leider gar nichts. Und da hinten komme ich auch nicht lang. Hier kann ich scheinbar noch irgendetwas machen. Die Frage ist nur, was? Kann ich vielleicht doch den Draht da reinstecken? Nein, will er nicht tun. Vielleicht das? Den Knopf? Moment, Moment, Moment. Obwohl, das ergäbe keinen Sinn. Das ergibt alles irgendwie... Nee, das bringt mir alles irgendwie nichts.
Jetzt wird er wahrscheinlich sagen, warum soll ich dir die Hand schütteln? Das ist so unhygienisch. Heititei. Hallihallo. Was? Was? Hey, wollen Sie mir die Hand... Nein, lieber nicht. Okay, diesmal machst du einen Rückzieher. George, hätte ich von dir nicht gedacht. Na gut, egal. Ich denke mal, das werden wir dann hoffentlich jetzt irgendwie im nächsten Part rausfinden, wie wir an Wasser herankommen, damit wir den Gipsabdruck in der Lochmann-Ruine anfertigen können. Aber gut, ja, da schauen wir doch mal, wie das klappt. Ich denke mal, es hat bestimmt irgendwas mit der Spülmaschine zu tun. Lassen wir uns überraschen, wie die Lösung am Ende aussehen wird. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und ansonsten, wie immer, ne, schönen Abend noch und bis dann, Leute.